Hallihallo und herzlich willkommen zur 0. Folge vom Community Rennen. Das fängt nämlich erst in 13 Minuten an und ich habe jetzt meine Vorbereitung sogar mal pünktlich abgeschlossen. Und deswegen kann ich auch mal ein wenig Probe fahren, ja, das ist ganz schön. Gerade auch aus dem Grund, dass ich ja den Wagen zwar schon Probe gefahren habe, ich habe gestern wirklich eine Proberunde mal hingelegt, was ich sonst eigentlich nie so mache. Aber ich kannte die Strecke halt nicht. Und ja, war okay, aber ich hatte halt keine Reifenabnutzung an und ich weiß jetzt nicht, wie ich die Reifenabnutzung machen muss, damit das auch passt. Übrigens habe ich leider vergessen, die Schwarzwerteinstellung zu ändern, das heißt, es könnte sein, dass es ein bisschen zu dunkel ist. Oh ja, da vorne sehe ich ja kaum jemanden, da muss ich das Rennen auf jeden Fall bei helleren Bedingungen fahren. Sonst sehe ich nicht viel. So, auf jeden Fall kenne ich die Strecke jetzt schon einigermaßen. Ich hatte gesehen, dass R8Proto mich auch in eine Lobby eingeladen hatte zum Üben. Das hatte ich dann aber zu spät gesehen, da war die Lobby schon nicht mehr da. Sonst wäre ich halt da reingegangen, aber ich habe dann... Oha. Ich habe dann halt bei mir alleine geübt. Nee, das Wetter ist echt scheiße so. Ich sehe es gut wie gar nichts. Ich muss meinen Monitor gleich mal heller stellen. Das Blöde ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, woran es liegt. Ich kann mal kurz gucken. Ja, in der Aufnahme ist es auch nicht viel besser. Das liegt an einer Einstellung im XMB. Bei der PS3 kann man die machen. Und zwar heißt das, glaube ich, HDMI voller RGB-Umfang oder so. Und ich war mir nie sicher, ob das jetzt vom Monitor und auch von der Karte unterstützt wird, von der Aufnahmekarte eigentlich nicht. Aber man sieht da nicht so einen riesigen Unterschied. Das Einzige, was man halt merkt, ist, dass die Farbräume ein bisschen verschoben sind, dass es halt ein bisschen dunkler dargestellt wird. Im XMB sieht es aber schön aus, wenn es ein bisschen dunkler ist. Und hier ist das Dunkle dann schon ein bisschen zu dunkel. R8Proto sagt Megalag, okay. Könnte an meiner Leitung liegen, aber eigentlich sollte das laufen. Ich lade ja gerade nichts runter oder hoch, von daher. So, wie ändere ich jetzt... Ne, das ist halt noch so ein bisschen Vorbereitungsfolge. Hier passiert noch nicht viel. Eben kurz die Fernbedienung suchen. Da haben wir sie. Bildeinstellungen. Und dann mache ich mal ein wenig Beleuchtung rein. Ein bisschen Helligkeit rein. So, jetzt ist es auch hell genug, jetzt erkenne ich da auch was. Hoffentlich ist es nicht zu hell für so Sachen wie... Ja, Sonne halt, ne? Übrigens, jetzt momentan dürfen sie alle noch Wagen fahren, die sie gerne fahren möchten. Aber gleich dann halt nicht. Fun Action hat ja gerade eben gefragt, da werde ich gleich auch antworten, aber erstmal muss ich ein paar Runden hier hinlegen, um zu testen, wie die Reifenabnutzung ist. Ich habe jetzt 15 Runden eingestellt. Das müsste so ungefähr eine halbe Stunde sein. Ich habe bei meinen Übungsrunden eine Rundenzeit von 2:10 ungefähr gehabt, die ich nachher wahrscheinlich eh nicht erreichen werde. So, Erik will den Highspeed-Ring fahren. Können wir auch machen. So, das ist meine Lieblingsstelle hier. So richtig schön mit Vollgas, dann die Rechtskombination, dann kommt die Linkskombination, dann muss man ein bisschen runtergehen vom Gas. So in den sechsten und dann geht's hier weiter mit Vollgas. Da kann man richtig viel Zeit aufholen, wenn man da mutig genug durchfährt. Oder richtig viel Zeit verlieren, wenn man da zu mutig durchfährt. Oh. Das habe ich da nicht aufgepasst, weil ich in den Chat geguckt habe. So, Moment, ich bleibe eben stehen. Lasse natürlich überholen. So. Chat lesen einmal und da haben wir... Aha, aha. Platz frei halten.
muss jemand einen FGT schenken. Das ist natürlich dann sehr sozial, wenn er jemandem noch einen Formula GT schenken will. Aber ich glaube, das geht nicht. Es sei denn, die haben das mittlerweile aufgehoben, dass man nicht über so und so viel 1000 Credits verschenken darf. Ansonsten glaube ich, geht das nicht. Übrigens habe ich mein Setup wirklich ein bisschen angepasst für diese Strecke. Ich habe zwei Setups rausgearbeitet, einmal selbst, so ein bisschen, machst du mal dies und das. Das war etwas schneller als dieses hier, aber ich habe mich wesentlich häufiger noch gedreht. In der Kurve hier hatte ich zum Beispiel mehr Bodenhaftung. Kam da dann besser durch. Und dieses Setup hier ist jetzt von GT Planet. So ein Standard-Setup. Das fährt sich auch ganz gut. Aber rutscht halt wesentlich mehr. Im Endeffekt habe ich mich dann hierfür entschieden, weil ich mir dachte, komm, rutsche halt lieber ein bisschen mehr. Weil durch Rutschen und Gegenlenken verlierst du nicht so viel Zeit wie durch einen kompletten Dreher. Wenn du natürlich nur auf Bestzeiten in Runden fährst, dann ist das kein Ding. Da verkackst du eine Runde und sagst, okay, fängst neu an. Aber bei einem Rennen zählt halt die mittlere Rundenzeit. Mach doch einfach Toyota WD, ich möchte jetzt nicht antworten. So, und ich habe natürlich meine Tastatur wieder angeschlossen für die Kommunikation hier im Chat. Mittlerweile habe ich auch etwas mehr Bandbreite, hatte ich ja mal im Let's Play gesagt. Für die Leute, die es verfolgen, brauche ich es ja eigentlich nicht wiederholen. Für alle anderen sage ich es trotzdem nochmal. Ich habe etwas mehr Upload-Speed als vorher, jetzt ungefähr doppelt so viel. Und das heißt für mich, dass ich vielleicht beim nächsten Mal den Sprachchat anmache zum Testen. Aber da werde ich vorher selbst ein bisschen was dran ausprobieren wollen. Und ich hätte es auch dieses Mal schon ausprobiert, aber ich finde mein Bluetooth-Headset nicht. Von daher konnte ich es nicht testen. Was ist mit der Strecke? Moment, da muss ich jetzt mal fragen, was soll damit sein? So, jetzt schreibe ich natürlich wieder beim Fahren, aber ich schreibe ja nicht im Rennen. Im Rennen wäre es verboten. Ne, wenn es jetzt im Rennen gewesen wäre und der hätte dann wieder automatisch auf die Ideallinie zurückgelenkt, hier die KI, die dann ja übernimmt, wenn man schreibt. Tja, dann wäre da sicherlich jemand reingefahren. So, wir sind jetzt bei 13.56 Uhr. In 4 Minuten ist offizieller Beginn. Dann werde ich gleich auf meiner Vita parallel nochmal eben checken, ob mir jemand eine Nachricht geschrieben hat. Dann muss ich es nämlich nicht hier zeigen. Ja, ich bin mega vorbereitet. Lol, gedreht und trotzdem nur 4 Sekunden Rückstand. Okay, bei einer besten Runde von 2.18. So, ja. Immer dieses Schreiben und abgehackte Buchstaben und so. So, ich verlasse mal die Übung etwas. Ich glaube, normaler Reifenverschleiß ist okay. Ach, geht nicht zu schenken. Hatte ich richtig vermutet. Hey, ich wurde noch nicht zensiert. Das ist echt gut. Ich habe heute schon 5-mal geschrieben oder so und ich wurde noch nicht zensiert. Das ist eine neue Bestzahl an aufeinanderfolgenden Kommentaren.
Normal, 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 normal. Gut, Kano sagt schnell. Ich weiß nicht. Ich würde auf der Strecke auch normal favorisieren, weil man hier schon so oft genug die Kontrolle verliert. Ja, Proto sagt auch schnell. Ich weiß es nicht. Auf Suka war schnell natürlich ganz geil. Wir sind jetzt bei 3 gegen 2. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier lassen wir mal auf normal. Können wir nachher auf schnell machen. Beim Highspeedring zum Beispiel, dass nicht so viel Anforderungen an die Reifen gegeben wie hier. Wäre vielleicht besser. Ja, ich wollte mal eben in den... Nein. In den Streckeneinstellungen. Mal ein bisschen was abändern, nämlich wir starten einfach mal um 9 Uhr in der Früh mit doppeltem Zeitraffertempo mit einer Wetterbeständigkeit von, sagen wir mal, 3, dann ist es relativ beständig. Ne? Ja. Ich könnte sogar hier die Strecke noch modifizieren. Warum auch immer ich das tun sollte. Ich meine, warum sollte ich die dann vorher stellen? Ja, ja. Interessant, wie ich mir so gerade meine Ausschläge der Aufnahme angucke und dann sehe, ah, manchmal bin ich so laut. Dann ist der Pegel komplett erfüllt. Und manchmal viel leiser. Ja, ja. So, da ist das Wetter direkt ein bisschen besser. Und in einer Minute geht's dann in Anführungsstrichen los. Ich verabschiede mich für diese kleine Einführungsfolge, die vielleicht noch am Samstag kommt, wenn ich die Zeit habe, das alles noch durchzurennen. Ansonsten fängt es halt sonntags mit dieser Folge an, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Und ab morgen gibt es dann die ganz normalen Folgen vom Formula GT Community Rennen / Formula GT Cup oder so. Vielleicht überlege ich mal einen Gewinn für den Sieger. Oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall dann. Bis bald.